Hi, da sind wir wieder. Luna sitzt jetzt an meiner rechten Seite. Die kommt jetzt eigentlich gar nicht im Bild vor. Ja, und Flo, wen haben wir denn jetzt hier in der Mitte? Ist das jetzt das richtige Haustier, das Familienkuscheltier, was wir ja haben? Ist kein typisches Haustier. Die Bea ist eine Weißgesichtseule. Das war ein B-Wurf. Das ist wie bei den Hunden, nur dass wir das aus Spaß gemacht haben. Das erste Gelege von den Elterntieren kam der Arnold raus. Dann kam das nächste Gelege, waren Bea und Bernd. Und dann kam der Carsten. Wenn Falkner zu viel Langeweile haben, dann machen die sowas. Wie viele Würfe kriegen die dann im Jahr? Weißgesichtseulen sind sehr produktiv, dadurch, dass die ja wirklich auch erst eher aus den wärmeren Regionen kommen. Drei Gelege können die im Jahr produzieren. Jetzt und möchte sie jetzt gleich nach oben. Wegfliegen? Nee, die möchten nach oben. Greifvögel suchen immer den höchsten Punkt. Wenn sie unten auf dem Boden wären, könnte von oben ein Feind kommen. Desto höher sie aber sitzen, desto mehr können sie überblicken und desto weniger Gefahr können sie nicht einschätzen. Wen haben die denn überhaupt als Feind, wenn ich hier nochmal hier zurückgehe? Das ist Feind. Greifvögel greifen sich untereinander. Untereinander, ganz massiv. Immer ist ja, aber wenn er der größte Greifvogel ist, der Steinadler, sag ich mal, hier in hat Deutschland. Hat der theoretisch keinen Feind mehr. Da werden aber nicht immer mehr Steinadler. Die Population steigt langsam. Man ja, muss halt sie nicht mehr geschossen werden. Genau das ist es. Wir waren der größte Feind. Drei Bruten macht ja. Ja, zwischen drei und fünf Eier legen die. Ja. Und bei diesen Eulen ist das so, dass diese Eulen, die in unserer Sprache sehr locker sind, also sehr angenehm. Sie checkt theoretisch deinen ganzen Laden ab, guckt, was sie gleich noch einkauft. Vorhin stand sie noch hier vorne an der Ecke. Ja. Und da sieht sie, wie da vorne ein Varan ankommt. Und da dachte ich, die guckt mich an. Nee, dann hast du den Varan da am Fixieren. Ja, fixiert sie gerade, glaube ich, immer noch. Oh, der sitzt immer noch an der Scheibe. Dann machen wir hier ein Video und die konzentriert sich nicht darauf, sondern nein. Die denkt nur an Essen. Schlechter Schauspieler. Ja, genau. Das war's. Gut, du bist gekündigt. Gut, dass wir beide hier sind. Du wirst ja, gekündigt. Ja. Du fliegst auch mit so einem kleinen Vogel? Ja, ich fliege die kontrolliert, muss man dabei sagen. Wir hatten das schon was mal. Was fängt ihr denn? Mäuse? Gar nichts. Nein, die kriegt theoretisch nur diese, wie zum Beispiel die Showfalknereien das auch machen. Das heißt Showflüge von Faust zu Faust. Die fliegt jetzt keine richtigen Jagdmanöver. Wer darf sich denn so ein Tier halten? Also alle nicht einheimischen Arten, die wir in Deutschland haben, darf man theoretisch mit einem Sachkundenachweis halten. Das heißt, ja. Da gibt es eine Sachkundeprüfung, ob ich theoretisch das Fachwissen habe, um so ein Tier zu halten. Dann darf ich die aber nicht falknerisch halten. Also alles, was wir jetzt hier gemacht haben, zum Beispiel mit dem Geschüh, mit der Drahle, das ist dieser schöne, der ist gar keine Drahle dran, der ist bei ihr zum Beispiel dran. Hier ist also so ein Wirbel. Der Unterschied ist noch, dass wir ja die Vögel fliegen. Wenn mit einem Sachkundenachweis darf man den Vogel leider nur in der Voliere halten. Das heißt, der sitzt sein ganzes Leben theoretisch in der Voliere. Ist jetzt auch nicht schlecht. Die haben sehr große Volieren, da sind die Auflagen halt anders. Unsere Vögel zum Beispiel, da die wirklich jeden zweiten Tag spätestens im Flug sind, entweder jagdlich oder wir fliegen die halt so wie die Eulen, Show. Das heißt, ja. Die werden von links nach rechts geflogen, von mir zu dir zum Beispiel. Und das reicht denn an Bewegung? Ja, das reicht denn. Es gibt ja immer diesen Irrglauben, dass alle Vögel wollen fliegen. Ist leider beim Greifvogel totaler Schwachsinn. Auch wenn ich am Himmel jetzt zum Beispiel die Mäusebussarde kreisen sehe, dann tun die das nur, weil die Thermik nutzen und dadurch ein größeres Gebiet nach Beute absuchen können. Ja, die strengen sich da ja gar nicht bei an. Genau das ist es. Die machen ja immer nur ein paar Flügelschläge und dann geht das ja ganz alleine. Ist ja nur ein Gleiten, ist ja nicht ja. Ein aktives Fliegen. Nein, ist zum Energiesparen. Ja, so ein beobachtet oder kontrolliertes Gleiten. Er fühlt die Thermik, was bringt ihn höher. Da lässt er sich dann von hochtreiben. Richtig, deswegen wird man bei schlechtem Wetter, wie wir es aktuell leider haben, wird man nicht viele Mäusebusse am Himmel sitzen, fliegen sehen. Dann sitzen ja. Die eher auf den Strommasten oder so wie man das typisch kennt, wenn man Landstraßen oder auch Autobahnen fährt, sieht man immer sehr schön an den Landstraßen oder Autobahnen die Bussarde oben auf den Strommasten oder auf den Schildern sitzen. Ja, aber wenn die doch nicht fliegen, kriegen die doch nichts zu fressen. Da kommt ja kein Bringservice oder. Wir überfahren genug Tiere für die. Deswegen gibt es ja so viele Mäusebussarde an Autobahnen und Straßen. Also darf das Autofahren nicht abgeschafft werden. Ansonsten sterben unsere ganzen Greifvögel aus. Nein. Also die ernähren schade, sich. Schade, wäre mal ein Aufruf ja, zu mehr Autofahren. Ihr wisst ja alle, dass ich so ein verrückter Autofahrer bin. Ja. Und das wollte ich echt endlich mal rechtfertigen. Fallen schon viele Stücke Wild, also jetzt zum Beispiel. Das sieht man ja auf Autobahn. Genau das ist. Man sieht immer sehr viel die Reste an der Seite, wenn da jetzt. Speziell im Frühjahr, wenn richtig, die Jungtiere da sind. Und das ist sozusagen die Polizei. Die entsorgen dann ja, die Reste. Aber doch eigentlich ist doch der Greifvogel ein Raubvogel. Und wir kennen doch eigentlich nur, dass tote Tiere frisst der Geier. Ist das auch nicht so? Wir wollen ja noch weiter lernen. Ja, also. Sind das verkappte Geier?
Verkappte Geier. Das trifft sehr gut. Also die fressen jetzt nicht wie der Geier, zum Beispiel lang verwesenes Aas. Da hat der Geier ganz, ganz andere Magensäure. Wenn ein Fuchs überfahren wird, am nächsten Tag macht sich da der Bussard, manchmal auch der Habicht dran. Ja, dann ist er nicht mehr warm, das ist egal. Ja. Ja, nicht nur das. Er weiß halt auch, oder beziehungsweise er kann den Körper öffnen, ohne dass Gegenwehr ist. Riecht er den oder der sieht den überfahren? Der sieht den. Nicht die kleine Eule, die guckt da immer noch schwer interessiert nach unseren Waran rüber. Ja, ich glaube, die haben Freundschaft geschlossen. Aber ich glaube, die ist schwer einseitig. Ja, glaube ich auch. Wenn sie beim Waran drin wäre, würde der auch Interesse zeigen. Ich denke, ich glaube der sogar, dass der gewinnen würde. Also ich glaube. Ja, also die haben, glaube ich, gegenseitiges Interesse. Ja. Ja, da staunst du aber, ne? Da wusstest du gar nicht, dass Eulen so toll sind, ne? Und so spannend. Du guckst auch nur dahin und denkst, einen leckeren Happen. Wird er denn fressen? Ja, auf jeden Fall. Untereinander sind Greifvögel jetzt nicht irgendwie, dass die sich dulden oder sowas, sondern das ist immer Beutekonkurrent. Aber in so einer Flugshow sehe ich da manchmal ganz viele Greifvögel. Die werden aber nacheinander geflogen, nie gleichzeitig. Oder man nimmt halt den Wüstenbussard. Schade, dass er nicht bei ist. Fand ich so spannend, die wollte ich eigentlich mal haben. Die sind sehr einfach, also sehr intelligente Vögel. Der Wüstenbussard ist einer der einzigen, außer der Karakara, die wirklich in Familienverbänden jagen. Da gibt es eine schöne Dokumentation von BBC, Wolves of the Air, da sieht man das richtig. Es gibt immer Treiber und Fänger. Das heißt meistens die Terzel, die kleineren Vögel, treiben das Wild. Und die großen, starken Weiber, im Regelfall da das Alpha-Weibchen, bindet das Tier. Und dann darf sie erst fressen und dann kommen die anderen. Und der Unterschied beim Wüstenbussard ist zum Beispiel, wenn ein Habicht bei uns krank ist und ein älteres, krankeres Tier ist, wird es von anderen hundertprozentig umgebracht. Bei dem Wüstenbussard versorgt der ganze Familienverband das kranke Tier. Dann erzähl mal hier noch, wir wollten ja nicht so viel Fachausdrücke bringen. Was ist denn Terzel? So nennen wir den männlichen Greifvogel. Bei denen zum Beispiel hätte ich jetzt den Bernd mitgebracht. Und Bea und Bernd würden nebeneinander sitzen, würdest du keinen Unterschied erkennen. Deswegen haben die verschiedene Manschetten rum. Die Bea zum Beispiel, deswegen würdest du die nur daran erkennen, hat ein rotes Geschühn. Ja, wahrscheinlich in rosa. Und der Bernd hat er dann in schön blau, ja? Nee, der Bernd hat es in grün gekriegt. Das sind ganz dezenten. Naja, also alle meine Illusionen in Tierhaltung werden hier gerade zerstört. Die würden zusammensitzen und killen sich nicht. Nein, nein, nein. Und wenn du zu ihm das Männchen tust, dann frisst er den auch? Nein, auch nicht. Wenn ich ein Paar zusammenstelle und ich das Paar dauerhaft in der Voliere habe und ich viel Futter denen anbiete, würden die sich nichts gegenseitig tun. Der weibliche Vogel ist immer 25% größer. Im Regelfall hat der Mann da nicht viel zu sagen. Das ist ja eigentlich normal, ne? Ja, das ist wie bei uns. Aber diesen Sachkundenachweis, um dann nochmal drauf zurückzukommen, das wollen ja hier meine Fans, die wollen ja jetzt alle mindestens eine kleine Eule haben. Wo mache ich denn den Sachkundenachweis? Gibt es von verschiedenen Falknerverbänden oder auch von Falknerschulen gibt es sowas, Vorbereitungskurse. Und dann bei uns in NRW gibt es das zum Beispiel beim Lahnhof oder in Niedersachsen gibt es auch extra Prüfungen. Und die Sachkundeprüfung ist theoretisch wie die Falknerprüfung, nur ohne den jagdlichen Teil. Also alles, was wir zum Beispiel über die jagdlichen Aspekte wissen müssen, bei der Sachkundeprüfung ist das nicht so wichtig. Da ist eher die Haltung, Pflege, Krankheiten und sowas ist da sehr interessant. Jetzt kenne ich sehr viele Leute, die große Aras haben. Sowas verkaufen wir ja schon mal öfter und haben auch sehr viele Kunden, die das haben. Und die lassen die draußen frei fliegen. Müssen die auch diesen Sachkunde, diesen Falknerschein haben? Nein, weil es keine Raubvögel sind. Wenn ich den jetzt habe und will den nicht nur in meinem Käfig haben, sondern Freiflug geben, muss ich aber den Schein haben. Richtig, da musst du den Falknerschein machen, weil du theoretisch ja zur Jagd gehst. Sobald ich sie frei mache, habe ich theoretisch eine Waffe, die frei fliegt. Ich kann ja nicht garantieren, dass sie nicht irgendwas fängt. Aber du hast ja gerade gesagt, mit der gehst du nicht auf die Jagd, weil die nichts fängt. Ja, und wir dürfen in Deutschland nicht mit Eulen jagen. Ach so, ich wollte sagen, also dann ist die Waffe ja nicht geladen. Mit einer ungeladenen Waffe könnte ich da rumlaufen. Damit fange ich Mäuse. Wühlmäuse vielleicht. Ja, die Mehrheit, ja, sind auch heute einige Mäusearten schon unter Schutz. Ja, wenn du dir jetzt mal hier die Fänge von ihr zum Beispiel anguckst, die hat so viel Kraft, die ist so stark, dass sie auf jeden Fall ein Kaninchen fangen kann und auch halten kann. Das heißt, ab da an bin ich bewaffnet zur Jagd. Und das ist halt dieser Unterschied. Deswegen brauche ich zum Freiflug den Falknerschein. Ich höre immer nur in Fernsehsendungen, Fänge sind dafür da zum Fangen. Und dann kommt der Genickbiss.
Der Genickbiss ist beim Falken. Dadurch hat der Falke, den haben wir jetzt leider heute auch keinen mit. Wir hatten keinen da. Ich habe auch schon nachgeguckt. Ich habe keinen mehr in der Tasche. Jetzt hatte ich die drei schon rausgeschüttelt. Aber optische Ähnlichkeiten sind vorhanden, sagen wir mal so. Ist ein Greifvogel, aber ist halt ein Bisstöter. Das heißt, theoretisch die Fänge wären kleiner, schmaler. Die sind nicht zum mit Griff töten. Der Greifvogel tötet durchs Massieren, dadurch, dass er die inneren Organe verletzt. Der Falke beißt ins Genick. Ich weiß jetzt gar nicht, ob unsere Sendung noch jugendfrei ist. Ja, wir gehen zu tief da rein. Ja, der Falke noch tiefer, oder? Der Bussard. Der Bussard. Der Falke macht nur Knack. Und wie tötet sie? Eulen sind alle Grifftöter. Also. Aber weißt du auch den Unterschied zwischen einer Eule und einem Kauz? Der eine guckt wie eine Eule und der andere guckt wie so ein Kauz. Nein, die Ohren. Alle Eulen haben Ohren und alle Käuze haben keine Ohren. Das sind aber keine Ohren, sondern das ist nur Deko. Die Ohren sitzen versetzt bei den Eulen. Um das Räumliche, die können ja räumlich dadurch wahrnehmen. Versetzt? Die sitzen nicht an der gleichen Stelle? Nein, nicht so wie bei uns, sondern die sitzen versetzt. Das kann ich mir ja gut vorstellen. Ihr müsst euch dann mal vorstellen, ein Ohr sitzt hier und ein Ohr sitzt hier. Ja. Deshalb haben die wahrscheinlich auch Federn über dem Kopf. Das heißt, die Eulen haben Ohren. Richtig. Und die Käuze haben keine. Die Käuze gucken halt wie so ein Kauz. Und wenn du die Schneeeule, sie ist auch eine Eule, weil wenn man genau... Hat keine Ohren. Hat sie. Sie hat ganz, ganz kleine Ohren. Ist ein Weibchen, hat sie versteckt. Ne? Ja, ist eine Schüchterne. Hatte heute Morgen geföhnt. Da kann man jetzt nichts machen. Ja, wir waren erst Maniküre, Pediküre und dann noch beim Friseur. Ja. Ja, so elegant, wie sie da sitzen. Ja, ja, die sind geglättet. So, jetzt haben wir... die Eule gesehen und das wäre auch eine Eule, die aber optisch wie ein Kauz aussieht. Also wenn ihr wollt, können wir uns diese kauzige Eule da hinten auch nochmal angucken. Würden wir dann in Kürze nochmal veröffentlichen, denn wir sitzen hier eh noch und quatschen. Wenn ihr euch das antun wollt und wollt das auch noch hören, machen wir das demnächst auch. Aber ich habe schon etliche Videos wieder produziert. Ihr wollt ja auch nicht jede Woche Eulen und Käuze und Bussard und Falken sehen. Wir müssen ja auch mal was anderes bringen. Wir sehen uns dann vielleicht in ein paar Wochen wieder. Aber wir quatschen ja noch weiter. Ja. Ich sage einfach mal Tschüss für heute. Wir sehen uns nächste Tage. Ciao. Ciao.